Wie du ja weißt, wird Noelles geschlechtangleichende OP nicht von der Versicherung übernommen. Und die Online-Spendenaktion hat leider nicht genug gebracht. Sie braucht insgesamt $25.000. Ich habe beschlossen, eine Dragshow zu veranstalten, um Geld für sie zu sammeln. Weshalb ich dir das alles erzähle? Weil ich dich fragen wollte, ob du bereit wärst, mitzumachen. Also in Frauenklamotten aufzutreten. Hast du schon andere gefragt? Du bist der Erste. Wieso? Weil du hoffentlich ja sagst. Und dann alle nachziehen? Vielleicht. In Frauenkleidern? Ich weiß nicht. Wie viele kommen denn? Keine Ahnung. Ich fange ja gerade erst an, das Ganze zu organisieren. Du bist einfach jemand, der die Leute begeistern kann. Du schaffst es bestimmt, dass sich jeder einbezogen fühlt und Spaß bei der Veranstaltung hat. Es ist für Noelle. Ich bin dabei. Sander gibt sicher eine tolle Drag Queen ab. Vielleicht nicht die schönste, aber eine mit sehr viel Unterhaltungswert. Er schafft es einfach immer, dass die Leute ihm zuhören. Er ist mitreißend und witzig und kriegt das bestimmt super hin. Und das Stöckeln? Übungssache. Ich soll ein bisschen rumstolzieren und die Leute geben Geld dafür? Okay, wenn es für eine gute Sache ist, bin ich dabei. Wird sicher lustig, über meinen Schatten zu springen und damit Geld zu sammeln. Ich denke, ich werde auch ein paar Dance-Moves zeigen. In der Highschool kamen die damals gut an. Ab aufs Laufband. Ich muss für die Drag-Show gut aussehen. Die wären was für dich. Sander hat zugesagt. Er tritt als Drag Queen auf. Toll, dass er das für Noelle tut. Hier kommt Sanderella. Guter Name? Ja, gefällt mir. Go, go, go. Du siehst so aus. High Heels sind neu für mich. Ganz krumm. Weil's weh tut. Hey, yo. Ich habe Noelle hergebeten, um mir die Drag-Show-Idee schmackhaft zu machen. Ich möchte, dass sie die OP machen lassen kann, weil ich weiß, wie viel sich dadurch verändert. Sieht gut aus. Du machst mir Angst. Bin gelandet. Stimmt. Sanders Absätze sind... Was für Profis. Man braucht eine Ausbildung dafür. Du fragst dich vielleicht, warum er Absätze trägt. Sogar sehr. Für dich. Stimmt. Wir verwandeln ihn zur Drag Queen. Nur für dich. Was soll das denn heißen? Weil die Online-Kampagne ja eher schleppend läuft, plane ich eine Spendenveranstaltung. Eine Drag-Show, mit der wir Geld für deine OP sammeln. Wenn sich Männer im Rahmen einer Performance als Frauen verkleiden, bringen sie in meinen Augen nur das auf die Bühne, was die Leute an Frauen nicht leiden können, weil sie sie als Stereotyp darstellen. Ich möchte dir helfen und so kriegt man gut Geld zusammen. Ich habe ganz sicher nicht vor, mich über Frauen lustig zu machen. Ich tue es nur für den guten Zweck, also weil ich dir helfen will. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr mir helfen wollt. Es ist nur so, dass ich mich noch nie für Drag begeistern konnte. Ich habe was gegen Drag. Klar brauche ich das Geld, aber ich möchte niemanden verletzen oder mich verbiegen. Wir brauchen dich. Ich kenne ihre Einstellung dazu, aber nur so kriegen wir möglichst viel Geld zusammen. Und ohne die fehlenden $15.000 steht die OP auf dem Spiel. Ich hänge mich zwar ziemlich rein, aber entscheidend ist, was Noelle will.
Hoffentlich kann Peppermint sie überzeugen. Falls nicht, weiß ich nicht, wie wir das Geld auftreiben sollen. Sie ist sprechbereit. Und hübsch. Ich brauche das Geld, bin aber sehr zwiegespalten. Ich weiß nicht viel über Peppermint. Nur, dass sie eine Drag Queen ist und dass Jazz sie toll findet. Peppermint, what's up? What's up? Hi, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Wie geht's euch? Soweit ganz gut. Allerdings läuft die Frist für die Geldbeschaffung bald ab. Sag mal, was genau hast du gegen Drag? Meiner Meinung nach hat sich Drag zu einer Veranstaltung entwickelt, bei der sich Männer, egal ob schwul oder hetero, über Weiblichkeit lustig machen. Und über Frauen, die Weiblichkeit verkörpern. Das kann ich verstehen. Manche Drag-Queens übertreiben auf eine Art, die man durchaus als frauenfeindlich empfinden kann. Die sind mir auch schon begegnet. Ich kenne zickige Drag-Queens, Comedy-Queens, Fashion-Queens. Ich will sagen, keine Drag-Queen ist für die Gesamtheit aller Drag-Queens verantwortlich. Ebenso wenig wie eine Trans-Person für die gesamte Community verantwortlich ist. Peppermint führt sehr gute Argumente an. Hoffentlich lässt sich Noelle überzeugen. Ich verspreche dir, wir norden die Darsteller entsprechend ein und stellen sicher, dass es geschmackvoll und respektvoll wird. Nichts Transphobes oder Frauenfeindliches. Es würde mich freuen, wenn du es annehmen könntest, dass unsere schöne LGBTQIA+-Community dich unterstützt. Peppermint versucht mir klarzumachen, dass man Drags sehr unterschiedlich interpretieren kann. Tatsächlich beruhigt mich das. Ich habe schon immer gern debattiert. Und du bringst gute Argumente vor. Überzeugt? Ja, ich fühle mich jetzt deutlich wohler mit der Idee, so Geld zu sammeln. Wird super. Freust du dich? Ja. Dass ich eine Freundin habe, die sich derart für meine Gesundheit und mein Glück einsetzt, bedeutet mir sehr viel. Ich war ein sehr introvertiertes Kind und habe mich meistens abgesondert. So viel Hilfe zu bekommen, ist für mich etwas sehr Besonderes. Eine Location habe ich. Was mir allerdings noch fehlt, sind Künstler. Was ist mit dir? Kommst du? Ich bin dabei. Yay! Ich bin super glücklich. Noelle ist überzeugt, der Hauptakt steht. Jetzt geht's voran. Alles scheint sich zu fügen. Die Show nimmt Form an. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure. Bye.